Freunde, ich habe gerade schon so einen sonorischen, bassigen Ton draußen gehört und ich habe heute für euch einen ganz grandiosen Gast hier bei uns bei Tacheles. Und zwar einen der erfolgreichsten Online-Unternehmer aus Deutschland. Und wir ziehen uns, muss ich ehrlich sagen, immer gegenseitig damit auf, wer den größeren Bizeps hat. Ihr werdet gleich sehen, dass derjenige ich bin. Deswegen freue ich mich total, dass er heute hier ist. Pascal Fey. Felix. Geilo. Danke, dass ich hier sein darf. Mein Lieber, erstmal schön, dass du da bist. Ich hatte mir eigentlich überlegt, komm, fragst den Jungen gleich, was willst du denn trinken? Ich habe schon was. Hätte sich schon was zu trinken selber mitgebracht. Ja. Sehr schön. Ich freue mich, dass du da bist. Ich kann mich noch daran erinnern, da haben wir uns bei, da hieß es noch Gedankentanken, ja, in Stuttgart auf der Bühne kennengelernt. Ja. Ne? Ich glaube, das war eine deiner ersten großen Keynotes. Ne? Absolut, ja. Das war so April 2018, glaube ich. Ja. Also vor 3 Jahren schon. Krass, ne? Shit. Und damals, wie man so sagt, Arsch auf Eimer, Hände gezittert oder ging? Hände übelst gezittert. Ja? Ich war so nervös. Ich finde, du bist immer so eine, man hat bei dir immer so das Gefühl, da könnt ihr gleich mal drauf achten, das ist so eine coole Socke, wo man so denkt, ach ja, ach krass, ich habe ja noch den Vortrag, fahre ich noch mal kurz eben da vorbei, Schatz. Nee, so ist das nicht. Ich bin, also was Vorträge angeht, bin ich schon immer übelst nervös. Wirklich, ich hatte richtig Bammel. Ich habe mich zwar darauf gefreut, aber... Also 2.500 Leute waren das ja, Steierhalle, glaube ich, war das, ne? Stuttgart. Ja. Kaltes Publikum und es hieß, hey, erzähl mal ein bisschen was über Online-Marketing, Unternehmertum. Das, und 18 Minuten. Ne? Ja, das und, ist auch geil. Ne? Nee, ich hatte schon richtig Bammel und war super nervös. Bin ich immer. Ja? Aber für mich ist es immer so ein bisschen wie so ein sportlicher Wettkampf, weißt du? So ein Auftritt, weil du bist nervös, ich will dann auch performen und das ist so eine Hassliebe. Auf der einen Seite habe ich so Angst davor, aber auf der anderen Seite habe ich voll Bock drauf. Ja. Aber ist bei mir genauso. Ich finde das immer so bewundernswert, wenn ich die Leute dann so hinter der Bühne, die Speaker, so beobachte, dann gibt es so den einen, der hört die ganze Zeit Musik, dann gibt es so den anderen, der sitzt da so, ist so am Meditieren, ne? Dann gibt es so den anderen, der ist sich so die ganze Zeit am Pushen, ja, du bist es, ja, rocks. Aber ich weiß auch noch, weil ihr müsst euch vorstellen, das war so ein bisschen wie auch in der Uni, das ging dann so nach hinten, so ein bisschen nach oben. Oben auf den Rängen saßen auch nochmal Leute. Ja. Heute gerade aktuelle Zeit fast gar nicht vorstellbar. Ja. Und dann saßen da 2.500 Leute. Ja. Und dann kommt da so ein Intro und dann, jetzt, liebe Leute, Pascal Fey. Ja, genau. Und dann stehst du da. Ich hatte so trockenen Mund. Man hört das auch, wenn man das Video sich auf YouTube anguckt. Also ich finde, man hört das total, wie nervös ich war. Trockener Mund und so. Hinterher ging es dann irgendwann. Aber ich war so ganz hektisch und so. Ich muss mich daran erinnern, als ich der Alex Müller, damals hatte ich noch keine Freundin, und dann sagte der Alex so, jetzt kommt echt ein cooler Typ, Unternehmensberater aus Düsseldorf und Mädels, er ist Single. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt ein Scherz, oder? Die Frage ist, hat es geklappt? Ja. Ja, danach kamen sehr interessante Nachrichten von Männlein und Weiblein aller Altersklassen. Ja. Ne? Also das war, hat schon Spaß gemacht. Mhm. Aber lass uns mal ein bisschen drüber, also deine Company mehr Geschäft, ne? So, du kannst ja gleich mal ein bisschen die Leute abholen. Also einmal kann ich mich daran erinnern, so machst du das noch mit diesen amerikanischen Produkten? Ja. Fand ich immer mega geil. Ich war da mal bei Pascal, dann hatte der so ein riesiges Lager und da standen halt tausende von diesen geilen amerikanischen gesunden und ungesunden Sachen. Eigentlich alle ungesund, muss man fairerweise sagen. Ja. Aber das ist ja eigentlich so mein Kerngeschäft. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Unternehmer und komme ja voll aus E-Commerce-Versandhandelsgeschäft. Also online, aber auch offline. Und ich bin ja nur darüber dann irgendwann so in diese Coaching-Szene gekommen. Ja. Das war ja eher nur so ein Zufall, dass ich mir ein Geschäft gegründet habe. Aber ich habe immer noch mit meinem besten Freund zusammen einen Versandhandel für amerikanische Lebensmittel. Da importieren wir sozusagen den amerikanischen Supermarkt nach Deutschland und verkaufen eben mittlerweile nur noch B2B an Edeka, Rewe, andere große Supermarktketten. Ach krass, also B2B. Wer nicht weiß, was B2B ist, das heißt, wenn ein Business zu einem anderen Business, also Unternehmer unter sich verkaufen. Aber jetzt stellt sich ja der eine oder andere die Frage, wie kommt man auf sowas? Also hast du selber gedacht, scheiße, ich war in Amerika und ich vermisse meine Süßigkeiten, oder war das eher so wirklich so eine unternehmerische Denke? Weder noch. Also wie kommt man zu dem, wenn ich mir meinen gesamten Lebenslauf angucke, dann würde, ich denke da manchmal drüber nach, wenn ich heute meinem damals 18-jährigen Ich sagen würde, guck mal, das werden meine Stationen sein, dann hätte ich damals gesagt, nein, ich werde das nicht machen. Ja? Wirklich. Ja? Aber so rückwärts blickend, hat ja schon Steve Jobs gesagt, so connecting the dots. Das geht ja auch immer nur rückwärts. Ja. Hat es alles wahnsinnig viel Sinn gemacht. Ja. Und speziell zu diesem Geschäft bin ich gekommen, damals über meine Beteiligungsfirma in Köln. Ja. Und dort habe ich eben jemanden kennengelernt. Da stand ein Bericht in der IHK-Zeitschrift,
Köln oder sowas. Ja. Über jemanden, der dieses Geschäft gegründet hatte, American Food for You. Ach krass. Und den haben wir einfach angeschrieben. Wir haben ein cooles Geschäft, let's talk. Ja. Ja, weil der macht Versandhandel. Wir waren damals sehr stark im Bereich Kosmetik, ja, eher Lebensmittel, aber Geschäftsmodell eigentlich sehr ähnlich, geil, halt andere Produkte. Ne? Und dann haben wir einfach angeschrieben, das habe ich schon ganz oft in meinem Leben gemacht, einfach anschreiben, so, hör mal, wollen wir uns treffen? Und dann sage ich immer, dümmer wären wir beide bestimmt nicht. Geil. Und auf diesen Satz, da steigen mal relativ viele drauf ein. Und dann kam der mal vorbei, Otto. Ja. Ach, geil. Der Otto, ach so, okay. Der Otto ist das. Und dann haben wir uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Ja. Und Otto hatte dieses Unternehmen verkauft dann. Gerade, oder damals noch nicht, aber kurz darauf hat er es verkauft. Ja. Er hat das also 2005 gegründet, 2012 verkauft. Und war dann sozusagen, hat einen relativ guten Exit hingelegt und kam dann zu mir nochmal in die Unternehmensgruppe und sagte, hey Pascal, hier wollen wir nicht nochmal reden und so, ich habe es gerade verkauft, was machst du denn und so. Und dann hat er sich bei uns eingekauft, weil wie gesagt, wir hatten eine Beteiligungsgesellschaft und haben so angestaubte Versandhandelsunternehmen gekauft. Und wir hatten gerade frisch akquiriert in unser Portfolio staubbeutel.de, Deutschlands geil, größte Webseite für Staubsaugerzubehör. Und hattest du dann übernommen? Das hatten wir akquiriert, gekauft. Ja. Und Staubbeutel, ja, ist geil. Gibt es immer noch. Und da kam er und hat gesagt, Otto, wäre das nicht was? Also willst du da nicht irgendwie mit rein und kauf dir doch Anteile und wer CEO von der Bude? Ja, hat er dann getan. Dann haben wir was 3 Jahre ganz eng in Köln zusammengearbeitet. Dann haben wir Staubbeutel wieder verkauft an Mitbewerber. Und dann sagt er immer, weil wenn du eine Firma verkaufst, ist ja ganz oft Wettbewerbssperre. Ne? Ja, der hatte 2,5 Jahre Wettbewerbssperre. Und 2012, irgendwie Mitte 14 durfte er wieder, oder Mitte 15, irgendwie sowas. Mitte 15. Und da hat er irgendwann gesagt, Pascal, meine Wettbewerbssperre ist bald vorbei. Ich glaube, ich mache das Ganze nochmal. Hast du Bock? Echt? Ja, ja. Ach, geil. Dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, machen wir. Geil. Gibt es den anderen denn auch noch? Also den anderen, das ursprüngliche Ding? Ja, ja, ja. Das ist das Lustige, das haben wir dann wieder zurückgekauft. Ach, wie geil. Ja, wir haben seine alte Firma dann zusammen zurückgekauft, American Food for You. Das war das reine B2C-Geschäft, also Europas größter Webshop für amerikanische Lebensmittel. Und das haben wir vor 1,5 Jahren mittlerweile dann auch wieder an den Mitbewerber verkauft. Also viel Akquise und dann auch wieder abtreten oder verkaufen. Hört sich mal alles so wild an, ne? Aber es ist jetzt nicht, dass man damit immer die Riesendollarscheine macht. Aber das bot sich eben an, weil wir haben dieses Unternehmen, wir haben B2B und B2C gemacht. Und B2B haben wir dann irgendwann, ne, also mit Supermärkten, wenn du so eine Edeka kriegst mit irgendwie 1000 Märkten, die sagen, wir brauchen X und ihr müsst immer lieferfähig sein. Habt ihr nur 3% Abweichung, gibt es sehr empfindliche Vertragsstrafen. Krass. Und wir sind komplett Eigenkapital finanziert, sodass wir, wenn wir einen Container Bier einkaufen oder Barbecue-Soßen, halt dann immer bei uns im Lager vor der Entscheidung standen, wo buchen wir das jetzt rein? Ins B2B-Lager oder ins B2C-Lager? Ja. Und B2C ist vom Deckungsbeitrag her uninteressant gewesen. Ja. Weil Pick- und Pack-Aufwand im Lager war relativ hoch, wenn so ein Kunde irgendwie für 46 Euro im Schnitt ein paar Schokoriegel, eine Dose Cola und so bestellt. Du musst alles dann zusammenpacken. Versus B2B-Palettengeschäft, große Pakete, ist viel, viel angenehmer eigentlich. Also hatten wir irgendwie damals, waren wir in Kanada, wir machen immer einmal im Jahr so Survival-Urlaub in Kanada. Und dann haben wir uns unterhalten, sagten, waren eigentlich beide der Meinung, wir müssen das B2C-Geschäft abtreten. Ja. Und dann, Zufall oder Anziehung oder so immer, kam tatsächlich ein Wettbewerber, der bei uns auch Kunde war. Und mit dem kam man ins Gespräch und er so, ja okay, wäre für mich sehr interessant, das zu übernehmen. Dann haben wir es an den verkauft. Geil. Mega geil. Aber auch krasse Entwicklung. Ich glaube, so für den einen oder anderen, der dann so sagt, hey, guck mal, völlig verrückt. Und dann kam ja bei dir, das finde ich ja auch so spannend, das ist ja so ein bisschen so wie, du hast so diesen Proof schon selber hingelegt. Ne? Also du hast es halt einmal auch gemacht und daraus hat sich dann halt auch entwickelt, okay, jetzt unterstützt ihr ja auch, helft ihr auch, macht ja auch Coaching und helft den Leuten selber, so ein Online-Business aufzubauen. Ne? Ja, genau. Währenddessen, du weißt ja selber, auch bei uns in der Szene ist ja so der ein oder andere, wo du so denkst, hat der denn auch mal selber was gemacht oder kann der nur... Also das ist so, ich starte als Lehrer und war nie Schüler. Ist schwierig. Ne? Ja, ich nenne das immer Trockenschwimmen. Trockenschwimmer gibt es eine ganze Menge. Kaum kommt Wasser ins Spiel, können vielleicht manche doch gar nicht so richtig schwimmen. Ja. Ich komme von der Straße und ich habe das halt alles selber gemacht. Und ich finde das auch okay, dann, wer will, anderen Tipps, Impulse und Anleitungen, Coachings dann in dem Falle zu geben. Ja. Jetzt ist ja bei euch so, auch mit mehr Geschäft, ihr habt ja schon einiges an Reichweite. Ne? Also ihr habt ja auch schon sicher mal den einen oder anderen Euro für Werbung ausgegeben. Mhm. Ihr kriegt ja da schon Aufmerksamkeit. Und du kriegst ja nicht zwangsläufig immer positive Aufmerksamkeit. Ne? Du hast ja auch bestimmt mal Leute, die sagen, hör mal, der Typ, der Anführer des Kapitalismus oder sonst was. Bist du immer von Anfang an, das finde ich immer super spannend, super einfach damit klargekommen? Oder gab es auch so Phasen, wo du gesagt hast, also ich bin ganz ehrlich, bei mir gab es echt Phasen, so gerade am Anfang, da habe ich immer gedacht, da hätte ich am liebsten runtergeschrieben, ja komm doch kurz vorbei, wir regeln das einfach so unter Männern.
So, aber das kannst du natürlich nicht machen. Ja, klar, aber ich kann das nachvollziehen. Nee, ich finde das ganz schlimm. Mich macht das auch fertig. Ne? Wenn ich es an mich ranlasse, macht mich das fertig. Aber es gibt so zwei Impulse dazu, die ich versuche mir dann mal heranzuziehen. Drei vielleicht. Das erste ist, ich habe ja auch zwei kleine Kinder und wenn wir in Urlaub fahren, längere Strecke, dann können die hinten ab und an mal auf dem iPad YouTube gucken. Ja. Und auf YouTube gucken die dann so Kinderserien, ja, zum Beispiel Pumuckl. Ja. Und der Pumuckl ist an sich ja einfach ein super Typ, ja, kann man nichts gegen sagen. Ja. So, und jetzt nimmst du mal so ein YouTube-Video, kann ja jeder mal Spaß daran machen und gibst auf YouTube einen Pumuckl, macht Ferien oder was. Ja. So, das ist der Pumuckl, der macht Ferien am Bauernhof. Alles ist schön und hat dieses Video irgendwie 150.000 Aufrufe, ein paar tausend Daumen nach unten, aber 380 Daumen nach unten. Zig Daumen nach oben, aber 380 Daumen nach unten. Ich weiß, was du meinst. Und da stelle ich mir die Frage, was sind das für Menschen, die den Pumuckl einen Daumen nach unten geben? Ja. Und wer mag Pumuckl nicht? Oder Heidi oder Biene Meier hat auch Daumen nach unten. Ja. Was ist da los? Ja. Und das sind halt solche Menschen. Das ist aber ein geiler Punkt, weil das ist genau das, was ich mir auch jedes Mal stelle. So, das ist das Erste, was ich dazu sage. Das Zweite, was ich dazu sage, ist, wenn man sich in diese Menschen mal hineinversetzt, dann tröste ich mich oft damit, dass Menschen, die destruktiv kritisieren und niedermachen, ja in der Regel in ihrem Leben nie etwas Geistreiches und Großes schaffen können. Mhm. Weil sie ja unterbewusst selber Angst davor haben, genauso zerrissen zu werden, wie sie es tun. Ja, ja. Und deswegen tun die mir eigentlich mehr leid. Ja. Und das Dritte ist, und das kann jeder mal nachlesen, von Theodore Roosevelt, ehemaliger US-Präsident, gibt es ein fantastisches Zitat. Und das heißt The Man in the Arena. Ja. Und das ist eine Ode an alle Gestalter da draußen. Ja. Ja, also Menschen, die sagen, ich habe den Mut, ich gehe in die Arena. Und er sagt, den Frauen und Männern gehört aller Respekt. Mhm. Aber doch nicht den schwachen Charakteren, die auf den Rängen Buh schreien und sagen, siehst du, hast einen Fehler gemacht. Ja. So, und, aber dennoch, um die Frage ganz ehrlich zu beantworten, mir tut das weh. Ich mag das nicht. Ja, also ich kann das komplett nachvollziehen. Für mich gab es echt so viele Situationen, in denen ich so gedacht habe, okay, also ich kann mich noch daran erinnern, da haben wir für RTL habe ich gedreht mit Ilka Bessin, Cindy aus Marzahn. Mhm. Und die sagte, dann, und der habe ich genau die gleiche Frage gestellt. Und da guckte die mich an und sagte so, Felix, kannst du dir vorstellen, was die Leute bei mir drunter schreiben? Was die Leute über meine Figur, über mein Essen, über meine Herkunft oder sonst irgendwas darunter schreiben. Und die sagte so, entweder lernst du halt irgendwann damit umzugehen oder du machst dich halt nur selber kaputt. Damit gibst du dem einen oder anderen ja sozusagen dann auch nochmal recht. Aber ich finde das für einen selbst echt teilweise eine harte Competition. Wenn jemand so ganz konstruktiv zu mir kommt und sagt, hey, cooler Vortrag, war super. Ich fand nur das Beispiel, das hättest du vielleicht ein bisschen anders darstellen können. Geil. Dann denke ich mir, geil, nehme ich mit. Ja, genau. Coole Anregung. Aber du weißt ja, wie das ist. Du hast dann oft irgendwie so Kommentare. Ich hatte einen bei YouTube, ganz am Anfang. Da stand dann drunter, du Hu-Sohn. Und dann hatte ich genau diese und dachte so, willst du mich verarschen? Erstens, was hat meine Mutter damit zu tun? Zweitens, warum schreibst du das da hin? Und drittens, keine Ahnung was. Bin völlig durchgedreht. Und dann habe ich nachher überlegt, was ich daraus machen kann. Dann bin ich hingegangen, habe davon einen Screenshot gemacht, habe davon einen Facebook-Beitrag gemacht, habe gesagt, ey Leute, ihr wisst nicht, was passiert ist. Es ist so großartig. Es ist heute ein ganz besonderer Tag. Endlich ist es soweit. Mein erster Hu-Sohn-Beitrag auf YouTube. Ich sage danke an Murat, hieß der, an Murat dafür, dass du mir diese Chance gegeben hast und mich ausgezeichnet hast. Es war der beste Beitrag, den ich je hatte. Ja, glaube ich. Aber ich bin voll bei dir. Ich könnte das immer als coole Story erzählen, aber es gibt vorher so eine Phase. Natürlich. Die dann anders ist, ne? Es gibt die Phase, wie wir professionell damit umgehen, das ist dann sowas, ne? Wo Techniken, wo wir Gott sei Dank vielleicht vom Mindset auch weit genug sind, aber auf der anderen Seite bist du ja immer auch noch echter Mensch. Ja. Und das tut erstmal weh. Das ist nicht schön. Ja, ja. Aber es ist nun mal einfach so, ja. Kann man nicht ändern. Genau. Du hast eben erzählt, Thema Kids und Family. Also man stellt sich ja jetzt, der eine oder andere denkt jetzt, okay, der Typ ist super erfolgreich, hat ein super erfolgreiches Business, also hat er ja gar keine Zeit mehr für seine Familie. Kriegst du das immer auf die Reihe? Kriegst du das hin? Ist das auch mal eine Competition? Klar, ich bin da lernend. Ne? Ich bin da lange nicht auf dem Endlevel angekommen, sondern darf da jeden Tag dazulernen. Stichwort Lernen, was versuche ich zu lernen? Jim Rohn hat da mal was Cooles zu gesagt. Jim Rohn ist ja irgendwie so Business-Philosoph, ja, leider verstorben und irgendwie der Lehrmeister von Tony Robbins, also schon ein ziemlicher Oberboss. Und der sagte, schau mal, halt dich in deinem Leben an folgende Regel. Er sagt es auf Englisch, wherever you are, be there. Also wann immer du was machst, sei da. Ja, physisch und geistig. Und das bedeutet für mich, okay, wenn ich im Geschäft bin, bin ich im Geschäft. Wenn ich mich ums Geschäft kümmere, kümmere ich mich ums Geschäft. Da bin ich dann auch wirklich sehr rigoros und fokussiert. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich Zeit mit der Familie verbringe, dann
gebe ich mir Mühe, dann da auch sehr fokussiert zu sein, diese Dinge auszublenden. Ja. Gelingt mir nicht immer. Ja. Und du kennst das wahrscheinlich selber, es gibt auch so Phasen, weißt du? Manche Phasen sind eher ruhiger und dann gibt es herausfordernde Phasen. Da ist es dann vielleicht mal ein bisschen. Ich finde, du hast das gerade so schön gesagt. Bei mir ist das ähnlich so. Also dieses Mühe geben. Ja. Ne? Also ich habe das auch so. Manchmal merke ich auch, okay, ich brauche, also gerade wenn ich auch in Urlaub fahre, wenn wir wirklich mit der Family in Urlaub fahren, dann ist so nicht bei mir Tag 1 ist Urlaub. Nee. Bei mir ist das so, ich bin so ein Junkie, ist, oder? Ja, ja. Das ist so, man geht, ich versuche so in den Urlaub so reinzukommen. Ja. Ich brauche fast 3 Tage. Ja, genau. Dann kann ich sagen, okay, jetzt komme ich mit 1 Stunde Arbeiten am Tag klar. So halbwegs klar, außer es passiert halt irgendwas. Ja. Und ich finde, du hast es aber schön beschrieben. Ich glaube, am Ende des Tages ist das so ein dauerhafter Lernprozess, ne? Ist so. Wo du halt sagen kannst, manchmal ist bei uns auch so, ich bin auch hier jetzt auch gerade hier in der Location, dann schnappe ich mir die 2 Kids auch mal mit, wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss noch unbedingt ein Video mit aufnehmen, dann kommen die auch manchmal mit und dann finden die es auch ganz cool, sich das mal anzugucken. Mhm. Aber du weißt ja auch genau, es gibt auch mal diese Hardcore-Phasen, wo du denkst, scheiße, die Kinder gehen gleich pennen, du hängst ja immer noch in diesem blöden Büro rum. Genau. Aber wo man fast aufpassen muss, dass man sich nicht so zerreißt, weißt du, dass nicht beide nachher unglücklich sind. Ja, ich glaube, Maß halten ist hier das Entscheidende. Ne? Weil es ist ja, das eine ist nicht gut und das andere ist nicht schlecht. Ja. Zeit mit der Familie ist nicht gut und Zeit mit dem Geschäft ist nicht schlecht. Sondern mal ist Zeit im Geschäft aber auch gut. Das tut uns gut, wir sind Unternehmer. Ne? Ist ganz einfach. Aber Maß halten ist das Richtige. Und ich versuche mich halt immer auch mit folgenden Gedanken wieder auf Spur zu bringen. So dieses, was ist denn, wenn ich mal 125 bin? Ja. Und auf mein Leben zurückgucke, würde ich das jetzt bereuen? Also was sind die Dinge, die ich bereuen würde? Geiler Punkt. Das ist, glaube ich, auch recht. Das ist auch eine schöne Betrachtung. Ja. Ich mache mir in der Zeit einen Kaffee. Ja, wir machen aber einfach weiter. Der eine oder andere denkt sich jetzt wahrscheinlich, wie kann das sein, dass der Typ, wenn er den Wassertank schon nicht aufgefüllt hat, sich einen Kaffee macht, dann trinke ich halt. Ich habe gehört, die Kaffeemaschine ist App-gesteuert. Die ist App-gesteuert, ja. Ja. Ist ganz wichtig, dass die Kaffeemaschine App-gesteuert ist. Habe ich grandiose einmal benutzt, nämlich am Anfang zur Einrichtung. Seitdem nicht mehr, weil du kannst zwar sagen, mach mir einen Kaffee, aber da muss ja auch immer eine Tasse drunter stehen. Und ich bin so jemand, ich vergesse dann, also eine Tasse drunter zu stellen. Was bringt ja nichts, wenn du es anmachst und dann ist da keine Tasse drunter. Das heißt, ich muss ja hingehen, eine Tasse drunter stellen, sitze dann in dem Raum. Dann kannst du auch direkt drücken. Ich dachte, es ist halt geil, wenn ich so einen Kunden da sitzen habe oder du möchtest einen Kaffee und dann sagst du ja, dann hole ich mein Handy raus, dann brauche ich 6 Klicks, da muss die Verbindung stehen über Bluetooth. Du weißt ja, hat man Bluetooth nicht an, warten Sie kurz, ich muss eben kurz verbinden, dann klickst du auf Start und dann kommt nach einer Stunde der Kaffee raus. Wir haben ja eben schon mal so ein bisschen am Rande über das Thema bei dir geredet, schöne Autos. Also wer den Pascal so ein bisschen verfolgt hat, der wird sehen, hast du eigentlich auch Motorradführerschein? Ja. Ich habe dich irgendwie gestern oder heute oder so mit so einer, ich kenne mich mit Motorrädern gar nicht aus, aber sah nach einer ziemlich fetten Kiste aus. Kannst ja gleich mal was zu sagen. Ne? Aber also hast du dieses Faible immer schon gehabt? Ja, also Autos sowieso. Ich weiß auch nicht, was da bei mir schiefgelaufen ist, weil ich gar nicht so sehr aus einem autogeprägten Haushalt komme. Aber es war immer schon so. In 3 Jahren habe ich schon immer gesagt, Papa, was hast du? Guck mal, das ist der und der Wagen. Und was schätzt du, wie schnell der ist? Was schätzt du? Und also immer schon Sportwagen und Jeeps haben mich interessiert. So, das ist dazwischen nicht. Ja. Sportwagen und Jeep. Immer schon. Ich weiß nicht, warum. Und Motorräder auch, weil mein Opa leidenschaftlicher Motorradfahrer war. Ganz früh auch mal Hobbyrennen gefahren ist und sowas. Ach krass. Mich hat immer Harley fasziniert. Ne? Ja. Aber war halt immer so ein Traum. So, boah, ist viel zu teuer, kann ich nicht leisten. So, und irgendwann habe ich dann halt... Ah, das war auch eine Harley dann, ne? Ja, ja. Weil das ist ja richtig so, das ist ja schon so ein Ding, wo du dann so mit so Lederkutte so, ne? Ja, kann man. Aber also ich habe selten eine Kutte. Also ich auf jeden Fall mit so Dingern, die auch noch hier so runterhängen. Mit so Franzen. Mein Vater ist gerade 70 geworden und dem habe ich eine Harley auch geschenkt zum 70. Und der hat tatsächlich so eine mit so Franzen, das ist so sein Stil. Meine ist ein bisschen sportlicher. Mega geil. Aber ich meine auch, dass ich teile die Leidenschaft mit Autos ein bisschen. Ich habe das in einem Vortrag mal erzählt. Mein erster Wagen oder einer meiner ersten Wagen war so ein Lupo, VW Lupo, 50 PS, den ich dann aufgemotzt habe. Also wirklich aufgemotzt, jetzt nicht leistungstechnisch, sondern halt, wie man das früher gemacht hat, Optik. Also der hatte so chrombedampfte Scheiben hinten, vorne war ein No4-Aufkleber drauf. Das bringt alleine 230 PS. Auf jeden Fall und Angst. Ne? Für andere bringt das bringt richtig Respekt. Dann hatte der so Unterbodenbeleuchtung, ne? So, die ist halt auch manchmal abgefallen, aber sonst war das halt geil. Und ich hatte dann von ab so eine Front und so eine Heckschürze. Also es war wirklich, die Karre war auch bekannt. Ne? Ich bin die Tage mal wieder von der Polizei angehalten worden, hatte ich schon ewig nicht mehr. Und dann ist mir eingefallen, dass ich damals in dieser Phase 18 bis 21 alle drei Wochen, da musste es immer diese ABEs. Ja, die ABEs. Da musste es immer, ist eingetragen. Habe ich mir überlegt, passt eine Sache heute gut, die wir machen während des Interviews, habe ich nämlich extra besorgt für uns. Ich habe extra ein Quartett. Boah.
Kennst du noch? Klar. Ich kenne nicht mehr genau die Regeln. Also wenn nicht mehr, wer jetzt 18 ist und sagt, was ist Quartett? Das ist ein Spiel aus Papier und Plastik. Das würde ich jetzt gerne ganz kurz mindestens einmal mit dir zocken. Ja. Und ich habe extra hier Sportscards besorgt. Gut. Muss nur ehrlich zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie es funktioniert. Ja, es gibt ja verschiedene Kriterien. Ach so, geiler Typ. Es gibt ja verschiedene Kriterien. Also, es gibt folgende Spiele, zack, zack, zack. Nein, nein, nein. Auf jeder Karte sind ja Autos drauf und die haben ja verschiedene Kriterien. PS, Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Und das Bessere gewinnt. Ja? Ja, du fängst jetzt an und du suchst dir ein Kriterium raus von der Karte, von der du glaubst, boah, damit kannst du mich schlagen. Ach so, und wenn du dann mehr hast oder weniger hast und am Ende gewinnt der die meisten Karten hier liegen. Genau, und wenn wir gleich haben, dann muss ich Sticht sagen. Sticht, ja? Dann kriege ich deine Karte. Okay, gut. Also wir fangen. Und es geht natürlich immer die oben drauf ist, ne? Okay, okay, das ist direkt meine Möhre. Okay, okay, ich habe direkt auf jeden Fall, also ich habe einen Jaguar XE SV Project 8. Ich hau mal raus, ich habe 600 PS. Ja. Ich habe hier so einen Audi RS Q3 Möhre mit 400 PS. Naja, Möhre. Möhre, der eine oder andere wird sagen, der hängt bei mir beim Bett. Okay, bin ich jetzt wieder dran? Ja. Okay. Oh, ja, das ist jetzt natürlich was anderes. Ich habe einen Renault Megane von 0 auf 100 in 5,7. Kannst du direkt mir geben, 4,3. Oh, Scheiße. So, dann kommen die hinten dran, ne? Die kommen hinten dran. Ja, ach so. Okay, bei Gewicht ist das niedrigste. Gut, ja. Ne? Ja. Gewicht 1570. Ah, 1600, mein schöner Mercedes. Ja, kann boah, jetzt habe ich auf jeden Fall Monsterkarre. Ja, jetzt habe ich richtige Monsterkarre. Keine Chance. Du hast keine Chance. Nee, du. Was willst du, 0 auf 100 oder Gewicht? Ich werde dich in beiden schlagen. Nee, 0 auf 100 kannst du mich nicht schlagen. Okay, 2,7. 2,7. Schick! Ja. Ach Mist, ja. Ich habe einen Porsche 911 Turbo S. Ich habe einen Radical RXC Turbo. Was ist denn Radical? Kenne ich noch nicht mal. Okay, komm, du hast Sticht gesagt. Dann kriege ich die, glaube ich. Ja. Okay, das ist jetzt echt, also ich meine, das ist natürlich wirklich. Max Drehmoment 700 Newtonmeter. 400. Was, 700 besser? Ja. Drehmoment, ich weiß noch nicht mal, ist es auch sowas wie Energie oder so? Ja. Ja. Und alle Autoexperten denken sich, okay. Okay, Leergewicht 1330. 1600. Oh. Boah, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder Cover. Oh, das ist auch nicht schlecht. Der Gerät. Max Drehmoment 780. 400. Wir haben das natürlich extra so gemacht, dass der Gast potenziell die besseren hat. Max Drehmoment 800. Mein Gott, was hast du denn da für Autos? Ich habe 600. McLaren. Radical. Du hast ja nur so Formel 1 Autos. Okay, das wirst du gewinnen jetzt. Das ist nicht gut. 0 auf 100, 4,6. 3,8. Ja. Tesla Model S in 3,8 Sekunden. Ich habe ja auch, ich habe jetzt auch ein Elektro. Hab ich gesehen, ein Elektro, ne? Ja, ich hatte ja einen Range Rover, weil ich auch Jeeps total gerne mag. Das ist geklaut worden, direkt vor der Tür. Habe ich auch noch nie gehabt. Wirklich direkt bei uns vor der Haustür geklaut worden. War abgeschlossen, nachts auf unserem Grundstück. War halt schon eine geile Erfahrung. Also ja. Ist halt natürlich Gott sei Dank versichert. Aber ja, du kennst ja Papierkram in Deutschland. Ja, ist mir auch schon mal passiert. Ja, und jetzt habe ich halt so ein Jaguar, wie heißt der überhaupt? E-Type. Nee, Y-Type, irgendwie sowas. SUV als Elektro. Aber geil. Alter, also da, wenn du da durchdrückst, der zucht aber schon. Ja, glaube ich. So. Höchstgeschwindigkeit 240. Mhm, 305. 300? Ja. Bist du auch schon mal selber so schnell gefahren? Ich bin letztens tatsächlich 320 gefahren, ja. Also mir fangen die Hände ja schon bei 240 an zu zittern. Ja, das darfst du nicht machen. Ich habe schon viele so Fahrsicherheitstrainings und so Renntrainings gemacht. Und die ganzen Instruktoren sagen immer, sobald Verkehr da ist, auch nur irgendwie du siehst ihn am Horizont, fahr nicht schneller als 250. Weil es physikalisch, sollte der rausziehen, nicht möglich ist. Ja, es geht. Ja, meistens liegt es ja auch aneinander. Ja, oder oft zumindest. Und da war es einfach komplett leer. So, hier, damit kann ich auch nichts ziehen. Ja, jetzt habe ich ja wieder eine Suche. Leergewicht 1433. 1900. Jetzt kriegst du ja meinen dicken Lexus. Oh, immer. Oh. Ford Focus. Hast du Ford Focus? Aber bestimmt Ford Focus RS. Nee, Ford Focus ST Turnier. Ja, was soll ich da machen? Ja, kannst du halt auf Gewicht setzen. Leergewicht 1543. Ja, guck, reicht doch. 1600 und schon hast du einen Mercedes AMG. Oh, jetzt habe ich das richtig. Ui, 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 ui. 0 auf 100, 2,5. 2,5? Aber wie geht das denn? Also, ich habe das ja mir gar nicht ausgedacht. Das ist doch gefuscht, Kia. Ja. Kriegst du meinen Kia? Oh, das ist Polestar.
Polster ist Elektro. Newtonmeter. Ja. 1000. 1000? Ich habe 370. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Hier wird's schon. Oh, das ist gut. Gewicht 695. Was ist das, ein Roller oder was? Ja, ein Roller. Ja, das ist nicht so gut hier. Das ist ziemlich Alarm, aber 0 auf 104,5. Ja, gar nicht. 7,3. Schön. Jetzt hast du aber hier einen Lauf. Oh, jetzt kommt der einmal schon wieder her. Newtonmeter, Drehmoment 680. Ja, 700. Ja, siehst du. Ja. Aber die Autos, die ich habe, die sind leider jetzt nicht mehr so granatenstark. Ja, das hier auch nicht. Okay, Gewicht 1794. Okay, du musst schon auch ein Gefühl dafür entwickeln, was gut ist und was nicht. Ja, okay. Ich hole gleich noch so eine Zauberkarte raus. Mm, Gewicht 1570. 1570. 2300. Hast schön Model S. Mhm. Gibt aber auch echt ein paar schöne Autos. Ja. 0 auf 100, 4. 4,6. Ford Mustang. Oh. Ist auch eigentlich ein geiles Auto. Schönes Auto. Aber schönes die Auto. Alten sind noch ein bisschen schöner, finde ich, als diese neuen. Oh. Hier habe ich schon wieder den, der dich auch schon wieder besiegen wird. 0 auf 102,7. 3,7. So, ich habe noch einen, mein Gut. Freund. Dann nehme ich jetzt nochmal 0 auf 102,7. Das ist der Porsche Turbo S. Vielen Dank. Ja, hat echt Spaß gemacht. Pascal Fey. Nein, geilo. Habe ich ewig nicht mehr gezockt und ich habe die ganze Zeit gedacht, es passt ja bei dir wie die Faust aufs Auge. Sehr schön. Was ist denn so, wenn du dir jetzt selber vorstellst, so die nächsten, ich finde es bei mir manchmal so ein bisschen schwer, ich bin ja jetzt dieses Jahr 40 geworden, oder nee, letztes Jahr, und ich stelle mir immer so die Frage, ich kriege ganz häufig die Frage gestellt, du hattest eben das schon mal mit meinem 18-jähriges Ich, und ich kriege ganz häufig so die Frage gestellt, ja, okay, was willst du denn so in den nächsten 10, 20 Jahren machen? Hast du da so eine krass genaue Vorstellung? Ich tue mich immer voll schwer, wenn ich mit so Leuten spreche, die alles so Nein, habe ich nicht und hatte ich auch nie. Ich habe immer ein Bild vor Augen oder hatte auch früher, wie ich mich gesehen habe und was ich mir wünsche. Ne? Aber so einen Plan, das will ich in 5 Jahren, das will ich in 10 Jahren haben, habe ich weder heute noch hatte ich das früher. Und ich glaube, ich bin da einfach zu einfach für gestrickt. Ich bin eher so, ja okay, lass mal Ärmel hochkrempeln, wenn du das erreichen willst, so als grobes Bild, dann ja. Mach mal. Ja. Und damit fahre ich ganz gut eigentlich. Ich habe halt einfach Bock auf Erfolg. Ja. Und Erfolg ist so, ich komme ja aus dem Sport, Erfolg ist für mich so wie Goldmedaillen sammeln, so nenne ich das. Ja. Ne? Und Goldmedaillen sammeln können große Goldmedaillen sein, du verkaufst eine Firma oder sowas, können aber auch kleine sein, so wie bei mir jetzt letztens die ISO-Zertifizierung, die wollte ich unbedingt schaffen, das sind keine Goldmedaillen. Ja. Ne? Und es gibt dann noch kleinere Goldmedaillen, du launchst eine neue Version deiner Software und es hat alles gut geklappt, so. Ich habe einfach Lust auf Erfolg und Erfolg bedeutet für mich gestalten und Pläne umsetzen, aber Achtung, dabei Wert schaffen. Ja. Und das ist mir wichtig. Und da mache ich halt einfach. Ja. Natürlich budgetiere ich mein Geschäftsjahr und weiß, okay, wie viel Umsatz nehmen wir uns dieses Jahr vor. Aber länger auch nicht. Ja. Aber ich finde das cool, wie du das gerade beschreibst, weil der eine oder andere würde Erfolg ja nur Erfolg als Synonym für Geld definieren und würde einfach nur sagen, okay, es ist einfach nur Kohle. Aber ich meine, du merkst, weißt das ja selber, wenn man jetzt so, ich würde jetzt mal sagen, wir sind beide jetzt in dem, was wir tun, nicht ganz so unerfolgreich. Und klar finde ich es toll, geile Aufträge ranzuholen. Klar finde ich es toll, wenn mein Team mir sagt, hey, cool, wir haben hier gerade X Euro verdient oder sonst irgendwas. Aber ich finde es halt auch immer irgendwie cool, für sich selber zu wissen, A, dass das Geld halt so ein Stück weit auch so ein Vehikel ist, bestimmte andere Dinge zu machen. Das egal, ob es Auto, Urlaub mit Kids oder irgendwas anderes ist, ne? Dass man so diese Zeit daraus generiert und wie du es gerade so schön gesagt hast, dass man damit mit dem, was man tut, halt auch so ein Stück weit Wert schafft. Ne? Musst du tun. Musst du tun, du musst Wert schaffen. Also ich für mich persönlich brauche das, um abends mit ruhigem Gewissen ins Bett mich zu legen und in den Spiegel gucken zu können. Ja, Punkt. Und ich glaube halt einfach, wenn du fleißig bist und fokussiert an den richtigen Dingen arbeitest, dann kommt der Erfolg von selbst. Ja. Wie du schon sagst, das Ziel ist nicht Geld, das Ziel ist Freiheit, die du mit Geld kriegst. Ja. Ich liebe Geld, ich habe gerne sehr, sehr viel davon. Ja. Auch zählbar und messbar. Aber wenn du auf einem gewissen Level bist, wo du dann merkst du auf einmal, ah ja, das ist es eigentlich gar nicht so sehr. Es ist ein Mittel, ohne das finde ich es auch echt doof. Aber eigentlich ist es was darüber. Und da sage ich ja immer, also eigentlich geht es um selbstbestimmtes und freies Leben. Ja.
Und aus meiner Sicht gibt es einfach kein cooleres Vehikel als ein eigenes Unternehmen, um das total zu schaffen. Ne? Ich finde es auch voll bewundernswert, weil gerade auch viele, mit denen ich irgendwie mal zur Schule gegangen bin, die ich jetzt so sehe, die jeden Tag irgendwie von 8 bis 22 Uhr in irgendeiner Beratung am Knüppeln sind, wo ich immer so denke, so manchmal würde ich denen gerne sagen, hey, nimm dir mal 2 Wochen Zeit, geh mal 2 Wochen raus aus dem Business, komm mal 2 Wochen mit mir und dann überleg einfach mal, ob das wirklich das Richtige für dich ist, weil du halt einfach so viel machen kannst. Ich glaube, im Geschäft hast du immer 2 Möglichkeiten. Entweder entscheidest du dich für Spaß oder du entscheidest dich für Schmerzensgeld. Was dazwischen gibt es nicht. Ne? Schöne Beschreibung. Was dazwischen gibt es nicht, Punkt. Ja. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Und alle Erfahrung zeigt, das Schmerzensgeld ist nicht hoch genug. Ja. Ist es nicht. Ja. Egal wie hoch es ist, es ist nicht hoch genug. Ist nicht hoch genug, das stimmt. Guter Punkt. Zum Abschluss, bei uns ist immer so, jeder, der hier hinkommt, kriegt ein kleines Geschenk. Ich habe mir bei dir kurz überlegt, also ein kleines Geschenk, ne? Ich sehe schon die Erwartungshaltung. Ja, Auto, Auto, Auto. So. Oh Gott, was schenkst du so einem Unternehmer? Also, und ich finde, bei dir ist mir eine Sache eingefallen. Du bist ja auch so ein bisschen, also für die, die jetzt nicht viel mit Online-Marketing zu tun haben, auch ein bisschen so ein Stück weit Mr. Funnel. Ne? So das, also ihr müsst gar nicht genau wissen, was ein Funnel ist, aber so ne? Funnel auf Deutsch, so ein bisschen Trichter. Vertriebsprozess. Vertriebsprozess. Und dann habe ich mir überlegt, dann besorge ich doch genau so etwas, symbolisch, besorge ich dir, das ist nämlich so ein Funnel, das ist sogar das ist echter, echter Edelstahl. Das ist wirklich schön. Guck mal, der überlegt jetzt gerade schon, oh ja, das muss ich ja mitnehmen. So, also das ist wirklich ein Trichter, ne? Genau wie für das, wo du für stehst, nein. Aber ich dachte, das wäre irgendwie lustig, ich weil du das bist cool. Das ja. Ich finde das cool, vielen Dank, weil das hat mir noch nie jemand geschenkt, wirklich. Noch nie ein Trichter. Weil ich dachte dann, mein Team sagte so, ja, aber wir können ja auch so einen Trichter holen, so wie früher, wo man Bier reinkippen kann. Ich so, ja geil, dann mache ich das. Wir sind nicht mehr 20, das können wir nicht mehr machen. Das könnt ihr noch machen. Ne? Also wer sich damit ein bisschen intensiver auseinandersetzen will und ein bisschen intensiver auch mit dem lieben Pascal Fey auseinandersetzen will, der findet, glaube ich, eine ganze Menge bei mehr Geschäft, ne? Über euch. Ansonsten, glaube ich, auch auf jedem möglichen Kanal, ne? Also ihr merkt, cool, nicht nur super erfolgreicher Unternehmer, sondern auch cooler Typ. Ich hatte eine kleine Seitenanekdote auf dem Weg, habe ich meiner Freundin gesagt, ja, was kann ich denn mit dem Pascal noch sonst machen? Dann meint die noch so, ja, ihr könnt ja auch sonst noch einen Sportwettkampf machen oder so. Ich sage, klar, der so als Halbprofisportler, der jeden Tag morgens um, du bist auch echt oft im Studio, ne? Du machst schon viel. Naja, Studio ist ja zu, aber ich habe... Ich habe immer sonst so 5-mal die Woche trainiert und dann habe ich irgendwann angefangen, mir noch so ich wollte mal Boxen ausprobieren. Ja. Und mir so einen Boxtrainer besorgt, der aber nicht nur Boxen macht, der macht auch Kickboxen, also Quatsch. Ja. Und da war ich immer noch einmal die Woche und dann war ich kurz vor Weihnachten joggen und habe mir gedacht, was wäre eigentlich, wenn ich so eine, fürs Jahr 2021, so eine Challenge ausrufe, Seek Discomfort. Also suche den Weg raus aus der Komfortzone. Und habe gesagt, ey, im Januar machst du mal jeden Tag Personal Training. Echt? Und dann habe ich das angefangen, hatte echt Bammel, habe den dreckig im WhatsApp, ich so, Sandra, immer wie wär's? Ja, super Idee, machen wir. Ich so, shit, komme ich nicht mehr raus. So, ne? Und dann habe ich das gemacht, die ersten Mal taten echt weh. Und dann habe ich gesagt, so, komm, mach ich im Februar auch nochmal. Und im März auch nochmal. Und jetzt mache ich das echt immer noch. Ja, ist echt schön. Geil. Das wird echt zur Sucht. Ist schön. Mega geil. Super cool, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Hat super Spaß gemacht. Liebe Leute, Pascal Fey. Danke.